Ein komplettes Motorrad-Outfit für gerade mal 500 Euro, geht das überhaupt? Wir haben uns dieser Challenge gestellt und werden euch heute zeigen, ja, das geht. Wir haben hier nämlich eins oder eigentlich sogar zwei Outfits zusammengestellt und die zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Marco und ich darf euch heute hier auf dem Kanal von Helmexpress begrüßen. Wir gehen heute also das komplette Outfit durch und schauen uns an, wie könnte so ein Anfänger-Outfit für 500 Euro aussehen. Und wir haben nicht nur eine Jacke mitgebracht, wir haben mehrere Jacken, wir haben mehrere Handschuhe, wir haben mehrere Stiefel und ja, wir starten jetzt einfach mal. Um mit der ersten Jacke zu starten, wir haben hier die Belo Textiljacke mit dem Namen Garda. Warum die nach dem Gardasee benannt ist, wo wir doch eigentlich am Bodensee ansässig sind, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es eine ganz solide Jacke ist, gerade für den Anfang. Wir haben hier eine Textiljacke mit den wesentlichen Protektoren. Wir haben hier Schulternprotektoren, wir haben hier Ellenbogenprotektoren und sogar auf dem Rücken einen weichen Rückenprotektor. Natürlich ist es immer besser, aber das ist eben nicht nur bei dieser Jacke so, sondern bei allen Jacken. Ein weicher Protektor ist okay, aber ein Hartschalenprotektor à la Dainese Wave, diese Schildkröten, die sind natürlich immer besser. Aber das ist jetzt keine Spezialität dieser Jacke, sondern das ist generell so. Dann haben wir an den wesentlichen Stellen, wo wir eben im Falle eines Unfalls drauf fallen können, das heißt hier also im Armbereich, verstärktes Material, sodass das nicht so schnell durch ist. Natürlich muss man sagen, Leder ist immer sicherer. Das ist besser im Hinblick auf die Abriebfestigkeit, sowie auch dessen, dass die Protektoren bei Leder, das einfach viel enger auf eurer Haut sitzt, so ein Lederkombi, so eine Lederjacke, dass die Protektoren da nicht so die Tendenz haben, sich wegzudrehen. Natürlich kann man da entgegenwirken mit diesen Verstellungen oder hier auch der Taillenverstellung. Das ist alles gut, nur Leder ist immer noch sicherer. Nur alleine aufgrund dessen, dass das Ausgangsmaterial, also die Rindshaut, die Känguruhaut womöglich oder eben bei Handschuhen auch ein Ziegenleder, das ist einfach deutlich teurer und dementsprechend können wir da bei 500 Euro nicht so richtig mit hin. Da können wir gerne ein Video mal zu machen. Wenn ihr Anfänger-Leder-Kombis sehen wollt, dann gerne mal kommentieren und ein Like da lassen. Aber hier eben eine Textiljacke. Die ist natürlich sehr, sehr clean. Die kann man zu vielen Motorrädern kombinieren. Aber wir haben natürlich auch was Auffälligeres dabei. Als Alternative können wir euch die Magna Orcano empfehlen. Die ist gerade jetzt für den Sommer sehr cool, weil die eben hier sehr luftig ist, sehr viele Mesh-Einsätze hat, sowohl hier im Bauchbereich als auch an den Ärmeln, im Rückenbereich, was sehr cool ist. Dennoch, natürlich wie immer, Schulterprotektoren, Ellenbogenprotektoren, einen weichen Rückenprotektor drin und ja, natürlich auch Innentaschen etc. Ist eben ein bisschen sportlicher. Wem das eher taugt, kann natürlich auch auf diese Jacke zurückgreifen. Die ist ein bisschen teurer, allerdings, das ist jetzt ein bisschen Schummeln auch. Nein, also wir kommen mit dem Outfit, was ich zusammengestellt habe, kommen wir locker unter 500 Euro raus. Und zudem habt ihr nochmal die Chance, zum Beispiel über eine Newsletter-Anmeldung nochmal 10% zu sparen. Das sind bei knappen 500 Euro immerhin auch nochmal ein Fuffi. Und 50 Euro ist ja echt nicht zu vernachlässigen. Diese hier ist ein bisschen teurer, die kostet 131,55, aber dann nochmal 10% Rabatt. Dann kommt ihr da auf jeden Fall auch mit hin. Wie gesagt, das ist nur eine Alternative, die wir euch auch zeigen wollen, weil gerade für den Sommer mit der coolen Farbe zu einer KTM, sehr geil. Punkt Nummer 2 sind die Handschuhe. Ich habe hier schon einen an, nämlich den Textilhandschuh von unserer Eigenmarke. Für 22,34 Euro wirklich sehr günstige Handschuhe und dennoch könnt ihr zum Beispiel euer Handy damit bedienen. Wer jetzt nochmal upgraden will, was auch noch im Budget ist, der kann beispielsweise hier die 5RS 3 nehmen. Die haben dann hier nochmal einen Knöchelprotektor, die haben auch hier einen Slider und ein, zwei weitere Alternativen packe ich euch auch noch in die Videobeschreibung. Kommen wir zum Herzstück der Ausrüstung, dem Motorradhelm. In unserem Fall ist es ein LS2 FF800 für 148,09 Euro. Also wirklich ein guter Preis für einen Motorradhelm, der dennoch was taugt. Und zwar haben wir eigentlich alles dabei, was wir für den Anfang brauchen. Wir haben hier nicht nur ein Visier, ein klares und kratzfestes Visier, sondern auch noch ein integriertes Sonnenvisier. Also ihr braucht euch nicht gleich irgendwie ein getöntes Visier kaufen, sondern gerade erst für die Fahrschule etc. ist das so optimal. So, haben wir hier einen Mikrometrik-Ratschenverschluss. Also, ja, und der sieht einfach sportlich aus, ne? Also ich denke, da kann man absolut nichts sagen. Das ist ein solider Helm. Als Hose habe ich euch die Belo Lancer mitgebracht, die natürlich in kompletto schwarz relativ schlicht ist. Aber gerade zum Anfang, wenn man vielleicht auch nochmal dann irgendwann das Motorrad wechselt etc. optimal. Man hat einfach dann eine vernünftige, eine sichere Hose. Wir haben hier nämlich, ich versuche es euch zu zeigen, an dem Gesäß hier Protektoren. Wir haben hier
an den Knien Protektoren, natürlich alles weiche CE-Protektoren. Also das ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem Level einer Dainese-Leder-Kombi. Das ist einfach so, gerade für einen Huni, aber dennoch, gerade für den Anfang, für die Fahrschule, für eine gemütliche Tour ist die absolut in Ordnung und vor allen Dingen auch preiswert. Stiefel packe ich euch gleich beide auf den Tisch. Das ist nicht der gleiche Stiefel, das sind nämlich zwei Stiefelsorten von der Marke Forma. Einmal hier den Forma Nero und einmal den Avenue. Und die kosten einmal 108,11 €. Und dieser hier, der Avenue, kostet 126,82 €. Also beides im Budget. Hier der Nero ist eben ein bisschen kürzer, der hat mehr Mesh-Einsätze. Auch, wie ich finde, ganz sportlich, und der Avenue ist wirklich sehr klassischer Lederstiefel, lässt sich dann auch wirklich zu ganz, ganz vielen Motorradkombis kombinieren. Und vor allen Dingen dieser hier, ja, der ist noch relativ weich, aber der Nero, wer ja sogar der günstigere ist, der hat sogar ähnlich wie einen Sportstiefel hier so einen guten Knöchelprotektor, dass er nicht mal umknicken kann. Ich zeige es euch mal einmal. Dieser Dainese Torque 3 beispielsweise, der hat hier ein Gelenk an der Seite, weswegen eben nur diese Bewegung möglich ist und nicht umknicken. Nur mit dem Unterschied, dass dieser Stiefel fast so viel kostet wie die komplette Ausrüstung. Also wenn man den Helm rausnimmt, dann kostet dieser Stiefel schon genauso viel wie alles, was wir in diesem Video zeigen. Dementsprechend ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesen Stiefeln wirklich unschlagbar. Wenn wir jetzt das komplette Outfit zusammenrechnen mit Jacke, Stiefeln, Hose, Handschuhen und Helm, dann kommen wir bei 473,31 € raus. Und ich denke, das ist unschlagbar. Ihr habt ein komplettes Outfit, womit ihr euren Führerschein machen könnt, wo ihr getrost mitfahren könnt. Und wir haben euch bei der Jacke, bei den Handschuhen und bei den Stiefeln noch Alternativen aufgezeigt. Und weitere Alternativen packe ich euch in die Videobeschreibung. Also es ist sehr wohl möglich, ein komplettes Outfit für 500 € zu kaufen. Natürlich kann man an allen Stellen upgraden und noch besser und sicherer werden. Doch das ist erstmal die Basis. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Einstieg ins Hobby. Passt auf euch auf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm eine positive Bewertung. Ich würde mich freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Schaut euch gerne unseren Instagram-Account an und sehen wir uns hier auf YouTube dienstags, donnerstags und sonntags zu neuen Videos. Ich wünsche euch eine gute und vor allen Dingen unfallfreie Motorrad-Saison. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao. Vorbereitung ist das halbe Leben. Kommen wir jetzt zum Herzstück der Ausrichtung. Der Ausrichtung. LS2 FF800. Spezieller Name, aber ganz guter Helm. Kommen wir jetzt zum Herzstück der Ausriss. Mein Gott. Sie haben eben schon angerufen. Ja, Montag um 13 Uhr. Ja, alles gut. Schönes Wochenende Ihnen. Machen Sie es gut. Ciao.